Ja, der Mythos wird in der Ausstellung eben nicht nur mit den Originalen des Hauses Chanel behandelt, sondern insbesondere geht es der Ausstellung darum, zu zeigen, wie der Chanel-Stil Eingang in die allgemeine Mode gefunden hat, und zwar eigentlich bis heute. Bei uns im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg ist die Ausstellung Mythos Chanel in der dritten und letzten Station konzipiert worden. Ist sie von Maria Spitz von der Drei-Flesen-Collection in Mettingen. Coco Chanel ist ja 1883 geboren, hat schon in den Jahren vor 1910 angefangen, erst als Modistin, als Hutmacherin zu arbeiten, und hat 1913 ihren ersten Modesalon eröffnet, nicht in Paris, in der Rue Cambon, sondern in Deauville an der französischen Küste. Und wir können hier in diesem ersten Raum, der sich eben mit ihrer ersten Schaffensphase befasst, die mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges dann abrupt endete, sehen wir Kleidungsstücke aus den 1920er und 30er Jahren, und zwar sowohl Abendgarderobe als auch Tagesgarderobe. Außerdem sehen wir einen Originalflakon von 1921 des berühmtesten Parfums der Welt, Chanel Nummer 5, der in der Form ja bis heute nur ganz wenig verändert ist. Es gibt eine größere Ansammlung tatsächlich von Modemagazinen, sowohl der 20er und 30er Jahre, vor allen Dingen Vogue. Coco Chanel machte ja eben 1939 beim Einmarsch der Deutschen in Paris ihren Haute Couture-Salon zu. Die Boutique war weiter geöffnet. Und sie kehrte erst 1954 zurück. Sie hatte sich, während der Okkupation lebte sie in Paris und war liiert mit einem deutschen Wehrmachtsoffizier. Und es werden ihr unterschiedliche Kontakte zu den deutschen Besatzern, zu den Nazis nachgesagt. Sie ging dann nach der Befreiung von Paris in die Schweiz, ich glaube nach Lausanne, ins selbstgewählte Exil. Und kehrte 1954 nach Paris zurück, immerhin schon 70 oder 71-jährig, knüpfte an ihre, nicht ohne Probleme, aber dann doch an ihre früheren Erfolge wieder an. Und Finanzier für ihr wiedereröffnetes Modehaus waren die Brüder Wertheimer, die vor dem das Parfümgeschäft finanziert hatten. Und das Modehaus Chanel ist auch immer noch im Besitz genau dieser Familie Wertheimer. So 1954 startete sie ihr Comeback und wurde wohl von der französischen und Modepresse nicht so gut aufgenommen und nicht so hofiert, aber die US-Presse war ihr sehr gewogen. Ich glaube, die nächste Kollektion hat sie dann auch gar nicht so groß gezeigt der internationalen Presse, sondern mehr den Kundinnen, und war ein Gegengewicht zu meinetwegen der von Christian Dior vor allen Dingen lancierten Mode, der die Frau wieder korsettierte und mit schmaler Taille zeigte. Und Chanel blieb ja im Wesentlichen doch ihrem Stil treu, der bequemen, eleganten, femininen Mode für die moderne Frau, so wie sie sie auffasste.